In diesem Video erkläre ich dir, was der Unterschied ist zwischen den Begriffen Spannung und Potential, weil die in der Praxis nämlich immer wieder verwechselt werden. Ich mache dazu ein bisschen Theorie vorweg und erkläre dir, was der Begriff des Potenzials zu tun hat mit potenzieller Energie in einem elektrischen Feld. Und dann gibt es ein Experiment und da wird mit einem Multimeter gemessen an einer Schaltung, wie groß die Spannungsabfälle sind über Bauteilen und an welcher Stelle welches Potenzial vorherrscht. Ich bin Andreas von The Fearless Engineer und los geht's! Ja, vorweg wie immer ein bisschen Theorie. Falls du das Modul zur Spannung schon gesehen hast, dann weißt du schon, dass eben Ladungen im elektrischen Feld eine potenzielle Energie haben, die abhängig ist von der Position der Ladung in dem Feld. Das kann man ganz gut vergleichen zum Apfel, der am Baum hängt, in einer bestimmten Höhe über Grund. Und je nachdem, wie hoch der hängt, ist eben die Lageenergie dieses Apfels unterschiedlich hoch. Und das Gleiche kann man sich überlegen für das E-Feld, für das elektrische Feld. Und du kannst hier in dem Diagramm unten drei Ladungen sehen, Ladung 1 und 2. Die liegen auf einer sogenannten Äquipotentiallinie. Das heißt, die besitzen die gleiche potenzielle Energie. Und die Ladung 3, die liegt an einer anderen Stelle im E-Feld und die hat deswegen eine unterschiedliche potenzielle Energie. Und dieses E-Feld, vielleicht noch ganz kurz zum Erklären, das wird erzeugt durch die Pole einer Batterie, wo Konzentrationsunterschiede von Ladungen bestehen. Dazu haben wir auch schon Videos gemacht und das erstreckt sich hier eben vom Pluspol dieser Batterie hin zum Minuspol. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo wir das elektrische Potenzial einführen können. Wir haben jetzt gelernt, dass je nach Position einer Ladung im elektrischen Feld diese Ladung eine potenzielle Energie hat. Das Problem mit dieser Definition ist aber noch, dass die Größe der Ladung damit reinspielt. Das heißt, wir können nicht ladungsunabhängig sagen, wie sich dieses elektrische Feld entwickelt und was es mit Ladung macht. Und dafür brauchen wir das elektrische Potenzial. Und die Idee ist jetzt, dass wir die potenzielle Energie nehmen, die eine bestimmte Ladung an einer bestimmten Höhe hat. Und jetzt kürzen wir einfach die Ladung raus. Das heißt, wir teilen durch die Ladung, wir normieren mit der Ladung. Und dieses Normieren von Energie mit der Ladung führt dann zum Begriff des Potenzials. Und das ist gemeint mit Phi A und mit Phi B. Das heißt, wenn wir die Energie auf die Ladung normieren, dann können wir völlig ladungsunabhängig sagen, welches Potenzial an einer bestimmten Äquipotentiallinie vorherrscht. Wir machen nochmal den Schwenk zum Schwerefeld der Erde und überlegen uns das nochmal an dem Beispiel Apfel und Baum. Also, stell dir vor, du hast einen Apfel auf 3 Metern und die potenzielle Energie dieses Apfels, die ist abhängig von der Höhe über Grund, 3 Meter, und der Masse des Apfels, von mir aus 300 Gramm oder so. Und wenn du jetzt aber eine Kirsche nimmst und die Kirsche auf genau die gleiche Höhe hebst, dann ist es natürlich so, dass diese Kirsche eine viel, viel kleinere Lageenergie hat als der Apfel, einfach deswegen, weil die Masse so viel kleiner ist. Die Höhe ist ja aber gleich geblieben und ich will jetzt eine Aussage darüber treffen, wie hoch die potenzielle Energie jeder beliebigen Masse sein wird, wenn ich sie auf diese Höhe im Schwerefeld der Erde hebe. Und dieses Konzept, was wir jetzt hier am Apfel uns überlegt haben, das wollen wir mit dem elektrischen Potenzial zum Ausdruck bringen. Und die Bezugsgröße ist immer über Grund. Das heißt, sowohl Phi A als auch Phi B beziehen sich auf den einen Pol der Batterie, auf den Minuspol, und im Beispiel des Baums, da ist die Bezugsgröße für die Lageenergie immer die Erdoberfläche. Und die Spannung, das kannst du jetzt hier unten rechts auch sehen, die ist beschrieben mit UAB. Die beschreibt den Unterschied in der potenziellen Energie zwischen zwei Äquipotentiallinien. Das heißt, die Einheit, die ist hier die gleiche, immer noch das Volt. Die Spannung und das Potenzial haben beide die Einheit Volt. Aber ich drücke mit der Spannung eben aus, wie groß der Unterschied ist zwischen dem Potenzial Phi B und dem Unterschied Potenzial Phi A im Hinblick auf die potenzielle Energie von Ladungen, die sich dann von der Position Phi A auf die Position Phi B bewegen oder eben umgekehrt. Das heißt, die Spannung ist immer eine Änderung von einem Punkt zu einem anderen Punkt und das Potenzial ist immer eine fixe Größe bezogen auf den Minuspol der Batterie oder auf den Erdungsanschluss beispielsweise in deiner Hauselektrik. Ja, und das war auch schon die Theorie. Jetzt reden wir noch ganz schnell über den Versuchsaufbau. Wir schauen uns das gleich auch noch in der Schaltung genau an. Hier unten kannst du den groben Aufbau schon sehen. Wir haben eine Spannungsquelle. Das ist hier diese Batterie. Dann kommen zwei Widerstände. Die haben auch den gleichen Widerstandswert. Der Farbcode ist gleich. Dann kommt eine Leuchtdiode und dann geht es eben zurück zum Minuspol der Batterie. Das ist die Schaltung, an der wir unsere Messungen durchführen wollen.
Okay, bevor es mit der Messung losgeht, sehen wir uns einmal den Versuchsaufbau hier etwas genauer an. Das hier ist ein sogenanntes Breadboard und das ist dafür gedacht, dass man sehr schnell und unkompliziert Schaltungen aufbauen kann. Und hier in diesem Breadboard, da kannst du drei Bauelemente sehen, die heute relevant sind für dieses Experiment. Einmal ein Widerstand und ein zweiter Widerstand, der genau den gleichen Wert hat. Das kann man hier an den farbigen Ringen sehen, die sind identisch. Jetzt kann es natürlich toleranzbedingte Abweichung geben, aber erstmal sind das zwei gleiche Widerstände. Dann gibt es hier eine rote Leuchtdiode und dazwischen, da gibt es diese farbigen Steckbrücken. Das sind einfach nur Verbinder zwischen bestimmten Bereichen dieses Breadboards. Und das Breadboard selber, bevor wir das jetzt einfach nur verwenden, einmal schnell erklärt, was ist das genau? Das ist eine durchkontaktierte Matrix aus Verbindungen, die in bestimmten Orientierungen angeordnet ist. Also hier rechts und links, da gibt es diese Markierung Plus und Minus und die farbigen Linien. Das ist durchkontaktiert in vertikaler Richtung, einmal von oben nach unten. Das heißt, auf der linken Spalte hier sozusagen, da sind alle Steckplätze leitend miteinander verbunden. Bei der Minusleiste ganz genauso. Und die ist gedacht für die sind beide gedacht für die Stromversorgung, sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite. Das heißt, wenn ich hier oben zum Beispiel den Minuspol der Batterie reinstecke, dann kann ich hier überall nach unten auf dem Weg durch diese Spalte den Minuspol elektrisch durchkontaktieren und an der Stelle zum Beispiel, wo die Steckbrücke eingesteckt ist, da kann ich dann den Minuspol oder den Elektronenfluss, der hier stattfindet, durch dieses Breadboard umleiten, hier in diesen Bereich hinein. So, und auf der rechten Seite geht es natürlich genauso und da, wo diese Klemmbrücke ankommt, da wird später der Pluspol kontaktiert. Das haben wir jetzt aber noch nicht gemacht. Folgen wir einmal dem Elektronenfluss. Wie gesagt, die Elektronen, die fließen hier durch, kommen durch die Steckbrücke in der Schaltung an. Hier in diesem inneren Bereich, da ist die Kontaktierung um genau 90 Grad verdreht. Das heißt, dieses Loch hier ist leitend verbunden mit allen Nachbarn in horizontaler Richtung, aber nicht mit den Nachbarn in vertikaler Richtung. So, das heißt, unser Klemmbrett oder unsere Steckbrücke, die kommt hier an und die ist dadurch leitend verbunden mit dem linken Beinchen dieser roten LED. Dann nehmen die Elektronen ihren Weg durch die LED hier, kommen auf der anderen Seite an, die wird dabei zum Leuchten gebracht, sobald die Batterie angeschlossen ist. Und hier geht es dann weiter durch die rote Steckbrücke in den ersten Widerstand, aus dem ersten Widerstand raus, durch die zweite Steckbrücke, durch den zweiten Widerstand und durch die dritte Steckbrücke zurück hier in die rechte Power Rail und da wird gleich der Pluspol der Batterie eingesteckt. Und die Idee hier bei dieser Messung ist es, den Unterschied zwischen Spannung und Potenzial zu erklären. Hier links kannst du das Messgerät sehen, mit dem wir das machen. Das ist auf den Messbereich Volt eingestellt. Und mit diesen beiden Messspitzen hier, einer roten, einer schwarzen, da werde ich gleich an verschiedenen Stellen im Stromkreis Spannung und Potenzial messen. Legen wir am besten direkt los und wir stecken dazu als erstes hier den Pluspol der Batterie in das Breadboard rein und wie du sehen kannst, ist die rote LED jetzt hier auch angegangen. Ja, starten wir mit der Messung hier beim Pluspol. Du kannst auf der Anzeige sehen, dass hier die Spannung der Batterie jetzt bei 9,28 Volt liegt, 2,7 Volt und in dieser Art der Messung ist Spannung gleich Potenzial. Wir haben im Theorieteil schon gesehen, dass der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Größen der jeweilige Bezugspunkt ist. Bei der Potentialmessung, da wollen wir die potenzielle Energie der Elektronen an einem bestimmten Punkt in der Schaltung ermitteln. Und der Bezugspunkt, der ist immer der Minuspol, das heißt hier drüben die schwarze Klemme. Wir haben ja die Analogie gespannt zum Schwerefeld der Erde und der Bezugspunkt dort ist natürlich immer der Erdboden. Das ist worauf wir die Annahme einer potenziellen Lageenergie beispielsweise eines Apfels basieren. Und hier ist es ähnlich, da ist der Bezugspunkt immer der Minuspol. So, und jetzt wandern wir mit unserer Messspitze immer weiter durch die Schaltung und das entspricht in unserer Analogie eben dem Fallen des Apfels. Wandern wir zuerst hier direkt vor den Widerstand und hier kannst du an der Anzeige sehen, dass sich jetzt hier das Potenzial verringert hat auf nur noch 9,03 Volt, obwohl da eigentlich gar nicht viel auf dem Weg passiert ist. Wir haben eine Steckbrücke durchquert und ein kleines Stück dieses Breadboards und auf dem Weg haben trotzdem aber die Elektronen an potenzieller Energie eingebüßt. Und hier wurde also potenzielle Energie umgewandelt in kinetische Energie und ein Stück weit auch in Wärmeenergie. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite des Widerstandes und dort kannst du sehen, dass das Potenzial hier viel, viel geringer ist. Wir sind jetzt nur noch bei 5,6 Volt und der Widerstand, der ist ja genau dafür gebaut. Der soll
dass die kinetische Energie der Elektronen umwandeln in Wärmeenergie. Das heißt, beim Fließen durch den Widerstand wird Energie umgewandelt und über den Widerstandskörper an die Umgebung abgegeben. Und die Elektronen hinter dem Widerstand haben eine deutlich geringere potenzielle Energie als noch vor dem Widerstand. Das entspricht dann dem Pfeil des Abfills über eine bestimmte Strecke. So, wenn wir jetzt weiterlaufen durch die Schaltung, dann kommen wir zum zweiten Widerstand, gehen wir direkt mal hinten dran. Und jetzt kannst du sehen, dass die Spannung hier nur noch 2,18 Volt beträgt. Das heißt, hier ist nochmal mehr potenzielle Energie umgewandelt worden in Wärmeenergie. Die Elektronen haben also auf dem Weg jetzt den ersten Widerstand durchquert, den zweiten Widerstand durchquert und an dem Punkt, wo die Messspitze gerade kontaktiert, einen Großteil ihrer potenziellen Energie umgewandelt und an die Umgebung in Form von Wärme abgegeben. Jetzt gehen wir einmal auf die andere Seite der Leuchtdiode. Ich halte die Prüfspitze einmal an den linken Anschluss und jetzt kannst du an der Anzeige sehen, dass hier nur noch 0,024 Volt gemessen werden. Das heißt, wir sind fast bei Null und das entspricht ja auch dann dem, was wir hier aus der Schaltung erwarten können. Wir haben drei Bauteile und die komplette Energie ist abgegeben worden an zwei Widerstände und die LED im Bild unseres Abfills sind wir jetzt quasi kurz vor dem Erdboden und das Einzige, was uns verbleibt, ist der Weg von dem linken Bein der LED durch die Messbrücke, hier durch die Power Rail zurück zu Null. Und jetzt sind wir hier auf dem Erdboden angekommen und da gibt es dann gar keine Lageenergie mehr. Jetzt ist also die Spannung entsprechend auch bei Null. Und alle Messungen, die wir gerade gemacht haben, sind Potenzialmessungen, weil sich dieser Bezugspunkt hier nicht verändert hat. Jetzt kommen wir zur Spannungsmessung. Bei der Spannungsmessung ist es so, dass wir den Bezugspunkt verändern und den Potentialunterschied zwischen zwei Punkten messen. Fangen wir nochmal hier oben an. Erster Widerstand. Hier ist das Potential 8,96 Volt. Jetzt bewege ich die Messspitze an den zweiten Anschluss hier des Widerstandes, hier hin an diese Stelle. Und jetzt kannst du sehen, dass auf der Anzeige eine Spannung angezeigt wird von 3,349 Volt. Und das bedeutet, der Potentialunterschied zwischen dem oberen und dem unteren Bein dieses Widerstandes, der wird hier gemessen. Das ist die potenzielle Energie, die den Elektronen verloren geht, wenn sie durch diesen Widerstand laufen. Jetzt merken wir uns einmal den Wert hier, 3,36 Volt. Messen noch einmal den zweiten Widerstand und da kannst du sehen 3,38 Volt, dass hier eine fast genauso große Spannung abfällt. Der Widerstand hat ja auch den gleichen Farbcode und das ist also der Potentialverlust, der Potentialunterschied zwischen dem oberen und dem unteren Beinchen. An der LED ist es so, wenn wir das einmal hier messen, dass insgesamt 2,145 Volt Spannungsabfall gemessen werden können. Die ist ein Stück weit ein besonderes Bauteil, weil sie eben ein Halbleiterbauelement ist. Und wir machen später noch ein Video zu Stromspannungskennlinien. Da kann man sehen, dass die sich ganz anders verhält als zum Beispiel so ein Widerstand. Aber es ist natürlich durch das Leuchten ein schöner Indikator dafür, dass hier wirklich ein Stromfluss stattfindet. Und der Spannungsabfall, der tritt hier natürlich ganz genauso auf wie bei den Widerständen. Und wenn man jetzt all diese Spannungsabfälle aufaddiert, 2,146 Volt plus 3,373 Volt plus 3,373 Volt nochmal, dann kommt man ungefähr auf die Spannung der Batterie. Und das, was dann fehlt zur vollen Spannung der Batterie, das sind Verluste, die hier in den Leitungen auftreten. Und das ist im Grunde auch schon alles. Das ist der Unterschied zwischen Spannung und Potential. Potential, Bezug immer der Minuspol, Spannung, frei wählbare Bezugspunkte. Und für den Sonderfall, dass bei der Spannungsmessung der Bezugspunkt Minuspol gewählt wurde, sind Spannung und Potential eben identisch. Ja, das war es erstmal für dieses Video. Falls es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da und denk drüber nach, den Kanal zu abonnieren. Und wenn du Fragen hast, irgendwelcher Art, dann schreib mir gerne einen Comment unten rein und ich werde dir auf jeden Fall weiterhelfen. So, das war es erstmal von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hier auf The Fearless Engineer.